bin doof. Hä? Was habe ich getan? Ich bin Farmer. Bin wie immer rasant unterwegs. Oh oh, oh oh. Mein Traktor kann alles. Ich brauche Hilfe. Kann ich einen Anhänger kaufen? Ich habe meinen verloren. Ich habe 11.000 Euro in den Zaun gehangen. A wise man once said, to figure out how to dig the soil, tend the earth, is to figure it ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Okay, das war ein langes Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Farming Simulator 22. Ich habe es vor Ewigkeiten beim Epic Store runtergeladen, weil es kurz kostenlos war. Und da ich jetzt noch einen Simulator brauche, probieren wir das Ganze doch mal. Sprache Deutsch. Die Musik und das Tanzen hat mich schon ganz hier aufgewühlt. Head Archer, ich habe keine Ahnung. Lautstärke Umwelt, Lautstärke Radio. Okay. Good, okay. Einfach mal pauschal. Kamera wackeln. Das habe ich. Enter anwenden. Okay. Das zu tun. Umschalt links P. Okay. Okay, lassen wir uns überraschen. Empfindlichkeit Maus. Machen wir mal. Okay. Dann. Speichern. Achso, weiter. Achso, wähle eine Karte. Elm Creek. Erlengrad. Willkommen in Erlengrad. Berge. Dörfchen. Oder Freisfeld. Ich glaube, ich nehme das Freifeld. Ihr konntet den Namen eben sehen, ne? Der steht da nochmal.
Kannst du aber die Karte Neues Land kaufen, um mehr Feldfrüchte anzubauen. Dort kannst du auch Land verkaufen, falls nötig. Okay. Ich bin gespannt. Was sagt ihr zu meinem tollen Farmer-Outfit? Habe ich mir extra zugelegt. 100%. Achso, könnt ihr auch nicht sehen da. Na, 100%? Na, jetzt lad doch schon. Schweine fressen eine große Vielfalt an Futter, darunter Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen. Ich war noch nicht fertig mit Lesen. Auf Land, das dir nicht gehört, darfst du nicht arbeiten. Gras mähen und... Hier steht 100%. Es lädt nicht. Und das lässt mich... Ich bin doof. Guck mal, Start. Haha. Kann ich... Wieso? Ich weiß nicht, warum da ein Buchstabe fehlt. Q. E. Ist das eine Frau? So ein bisschen, ne? Hier sieht keiner aus wie ich. Das ist eher so asiatisch, wenig. Das ist irgendwas Südliches. Das auch. Ist das eine Frau? Kann ich dich drehen? Ja. Kann ich dich irgendwie zoomen? Nee. Naja. Nee. So braun bin ich. Und so braun bin ich leider auch nicht. Ja, okay. Ich habe mir gestern die Haare etwas abgeschnitten. Boah. Naja, sind noch einen Tacken länger als so. Sie sind, waren vorher bis hier. Jetzt sind sie irgendwo hier so. Und das ist nicht mehr meine Haarfarbe. Das hatte bis vor kurzem noch halbwegs gepasst. Wo kann ich... Achso, guck mal, hier ist die Farbe, ne? Oder? Hm? Gibt sie nicht? Oh, nee. Es sieht aus wie ein Farbtopf eigentlich. Okay. Den Bart haben wir nicht. Was würde ich anziehen? Ich bin kein Fan von Jeans. Ich bin aber Fan von Arbeitshosen. Warum gehen mir dann die Haare aus? Hab ich irgendwie vergessen, die zu bestätigen. Escape bestätigen. Ach so, guck mal, da unten Farbe auswählen. Was ist denn das für ein Knopf? Nach links geht er nach links. Okay. Moment, ich muss erstmal die Cappy absetzen. Weil wenn Cappy, dann keine Haare. Das ist ein bisschen übertrieben. Das würde ich nicht anziehen. Ah, guck. Nee, ich will keine Cappy. Was soll denn das? Guck mal. Ich möchte die Farbe auswählen. Wie geht das denn wohl? Ich möchte das hier haben. Was ist? Ja, dann drücke ich halt einfach den Knopf. Das geht natürlich auch. Meine Arbeitshose ist grau. Das hat was, aber nein. So, ich habe zwar keine Latzhose, aber das geht schon so. So, jetzt wollen wir nochmal hier Haare. Ich bin jetzt... Es sollte... Silbergrau Metallic werden, aber irgendwie sieht das nicht danach aus. Also es sollte, nein, nicht so. Ja, irgendwie hier so, weiß ich nicht. Aber es ist so hier ungefähr. Ja, okay. Ach so, weil ein Overall gewählt. Was ist, wenn ich den nicht wähle? Wie wähle ich ihn denn wieder ab? Auswählen. Ah. Ja, nee. Nee, das war schon gut so. Ja. Schuhe. Naja, brauchen wir Sicherheitsschuhe auf dem Feld? Weiß nicht. Ich habe Gummistiefel. Und meine Gummistiefel sind eigentlich schwarz, aber okay. Da gibt es hier noch. Nö.
Meistens habe ich im Garten Latschen an oder meine normalen Turnschuhe, die es hier nicht so direkt gibt. Hier brauche ich einen Hut. Ja. Ja, so bin ich auch immer im Garten. Damit mich auch kein Insekt attackieren kann. Nee, wir brauchen keinen Hut. Ich habe Gartenhandschuhe, die es hier nicht gibt. Das sieht nach Gummihandschuhen aus. Das sieht nach Motorradhandschuhen aus. Das hier sind Gartenhandschuhe. Doch, guck mal, die gibt es. Meine sind warum auch immer pink. Es gab, glaube ich, keine anderen. Aber immer schwarze. Aber brauche ich eine Brille? Nee, ich brauche keine Brille. Ja, da. Achso, Namen ändern. Haha. Da ist sogar nach dem A noch ein Leerzeichen gewesen. Okay, ich verstehe diesen PC nicht, aber gut. So. ja. Bestätigen. Willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Oh, na bitte nicht so viel zu lesen. Ich bin bei Kaffee Nummer 2. Oh, ich übersteuere ein bisschen. Ich habe mein Mikro ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, ob das... Warte, ich stelle es mal einen Tacken runter. Ich hoffe... Ja, okay. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich gehe mal ein Stück davon weg. Und ich habe diesen Spuckschutz davor nicht mehr. Jetzt könnt ihr mich hören. Ja, und meine Festplatte ist wieder am Start. So, jetzt nicht mehr. Wenn ich einen richtigen Stecker gezogen habe, hoch, muss er nicht gleich so Verrenkung machen. So, willkommen. Möchtest du jetzt eine kurze Tour beginnen, die dir die Grundelemente des Spiels zeigt? Ich hasse Tutorials, aber ja, macht wahrscheinlich Sinn. Zu deiner Linken am Rand deines Feldes steht ein großer grüner Mähdrescher. Geh hinüber und berühre dort das Ausrufezeichen. Unten links siehst du die Karte. Das blaue Rautensymbol zeigt dir, wo das Ausrufezeichen ist. Okay, ist schon wieder zu viel für mich. Unten links siehst du die Karte. Okay, die sehe ich. Das blaue Rautensymbol zeigt dir, wo das Ausrufezeichen ist. Oh, okay. Ach, okay. Da, die Raute. Und was davon bin ich? Bewege ich mich irgendwo auf dieser Karte? Ist einfach nur, ich bin mittig und muss darauf zulaufen? Okay. Dies ist eines der Felder, welches du zu Beginn besitzt. Der darauf gepflanzte Weizen ist praktischerweise reif und kann jetzt geerntet werden. Ich habe gestern Knoblauch geerntet. Schon wieder. Es ist verdammt viel. Aber hey, ich bin geschützt gegen Vampire. Es wird Zeit, dich an Steuer des Mähdreschers zu schwingen und die Ernte zu beginnen. Oh Gott, muss ich ihn selber fahren? Oh, okay. Also gut, hänge das Schneidwerk der Erntemaschine an, das direkt vor der Maschine steht. Die Hilfe in der oberen linken Ecke zeigt dir alle verfügbaren Funktionen an. Ankuppeln. Okay. Fahre jetzt den Ernter aus und schalte ihn an, um das Schneidwerk Bewegung zu setzen. Was? Ich glaube, ich hätte ein anderes Spiel nehmen sollen. Ich bin irgendwie nicht aufnahmefähig. Fahre jetzt in Ernte aus. Ausgewähltes Gerät ein- und ausfallen. X. X. B. Achso. X. B. Könnte ich. Okay, WASD. Lenken, beschleunigen, verlangsamen. Okay. Um Gottes Willen. Kann ich auch. Ah, ich kann auch rauszoomen. Sehr schön. Nicht bis zum Weltall, bitte. Noch bin ich gut in der Spur. Wird ganz gut. Normalerweise gibt es aber unzählige Dinge zu erledigen, weshalb es sinnvoll ist, Helfer einzustellen. Oh gut, ich kann Leute einstellen, die meine Arbeit übernehmen. Haha.
Wenn eine Aufgabe von einem Helfer erledigt werden kann, wird dir das oben links angezeigt. Stelle einen Helfer ein, der sich um den Rest des Feldes kümmert. Helfer einstellen. Das ist jetzt der Helfer. Der Helfer wird sich ab jetzt um die Arbeit kümmern, bis er fertig ist oder der Getreidetank der Erntemaschine voll ist. Du kannst dich jetzt um andere Angelegenheiten kümmern. Verlasse die Erntemaschine und laufe zum nächsten auf der Karte sichtbaren Ausrufzeichen. Okay. Oh Gott, fahr mich nicht. Mach das ja ordentlich. Der fährt ja über das andere Feld drüber, ist das richtig? Okay, ich guck mir das sicher. Okay, ich kann rennen. Ich kann springen. Ja. Ach, guck mal, ich bin ein kleiner Pfeil. Darf ich Traktor fahren? Ich dürfte mit meinem Führerschein Traktor fahren, glaube ich. Ist das so eine gute Idee, wenn man das nie gelernt hat? Aber es einfach darf. Abgeerntete Felder müssen... Ich habe gerade gerubbelt oder gerubbert oder so gelesen. Nee, gerubbert werden. Das klingt süß. Bevor sie neu besät werden können. Dieses Feld wurde vor kurzem geerntet und braucht nun jemand, der es grubbert. Steig in den Traktor ein und kupple den Grubber an, der dahinter steht. Ist das nicht eine Egge? Einsteigen, anhängen. Einsteigen, anhängen. Das ist doch eine Egge. V. Was macht das Ding denn da vorne? Ist das richtig? Muss er sich noch senken? Aber nix. Ha, das kann ich. Mal wechseln, Tempomat aktivieren, Gewicht senken, Helfer einstellen. Nee, ich will das selber können. Ich weiß ja nicht, ob das richtig ist. Doch, es passiert was, ne? Sieht aber irgendwie nicht richtig aus. Gut gemacht, was reicht mir? Stelle einen Helfer ein, der die Aufgabe beendet. Okay. Haben wir so viel Geld? Ich glaube, der Helfer weiß eher, wie das geht. Jetzt wechseln wir direkt zu einem anderen Traktor mit der Durchwahl. Ich habe gerade Durchwahl gelesen. Der Durchwahlfunktion kannst du durch alle deine Fahrzeuge blättern. Suche so lange, bis du zum Traktor gelangst, neben dem das nächste Ausrufezeichen steht. Tap zum vorherigen Fahrzeug. Was denn das? Umschalten links. Tap. Steuerung. Tap. Was? Soll ich noch einen Flickflack machen oder was? Tap. Wo ist denn das Ausrufezeichen? Hä? Gruppe, wir sind bereit, besät zu werden. Dazu benötigst du eine Sämaschine. Steige wieder in den Traktor ein und hänge die Sämaschine. Ist das richtig schön? An die dahinter steht. E einsteigen, Q anhängen. E einsteigen, Q. Q. Was habe ich denn da vorne schon wieder? Das ist ein Gewicht, ne?
Sämaschine ist bereit, mit Saatgut gefüllt. Wenn dir das Saatgut ausgeht, musst du es mit Saatgutsäcken auffüllen. Okay. Du kannst diese beim Händler kaufen. Zeit zu sehen. Da es August ist, noch nicht ganz, kannst du zurzeit nur Raps anpflanzen. Ich habe noch keinen Raps angepflanzt. Was kann ich da alleine mit so ein paar Pflänzchen mit mir machen? Wechsle das Saatgut, welches dir unten rechts im Bildschirm angezeigt wird, dreimal, bis Raps ausgewählt ist. Das Raps-Symbol ist eine kleine gelbe Blume. Gut, es blüht schön, glaube ich. Aktiviere und senke danach die Sämaschine und fahre über das Fell. Z ist auswählen, V ist senken und B. Z, V, B. Wo ist die Blume? Ah, da. Seht ihr das? Da. Hey, einfach was anderes machen? Welches ist denn das? Das, oder? V. Mal ein Stück vor. Und B. Was muss ich? Das Gerät zuerst ausklappen. V. X. Aber es B. Ich glaube, er macht was. Diese Raben. Aber mir ist es Eddie Amsel. Klasse, du hast den Dreh raus. Wenn du magst, kannst du später weitermachen oder einen Helfer einstellen, der die Arbeit erledigt. Wechsel jetzt zum nächsten Traktor mit dem Ausrufezeichen. Wenn der Tank des Dreschers voll ist oder auch vorher, kannst du den geernteten Weizen in den Anhänger abladen. Moment, wenn der Tank da voll ist, kannst du den ganzen Weizen in den Anhänger abladen. Springe in den Traktor und kupple den Anhänger an. E und Q. E und Q. Fahre links neben der Erntemaschine her. Aha. Bis du auf gleicher Höhe bist und öffne die Plane des Kippers während der Fahrt. Dann fährt das Abtankrohr des Dreschers aus und wenn der Anhänger in der richtigen Position ist, wird der Weizen automatisch abgetankt. N. Ich soll... Wo soll ich? Was wackelt da? Kann ich einen Helfer einstellen? Hier neben, oder? Wo ist denn die richtige Position? Ist das der Drescher? Doch, ne? Okay. Entschuldigung. Seite hinten. Was habe ich getan? Ich hätte gern Helfer. Ups. Arbeitet das Feld. Ja, nee. Ich brauche Hilfe. Ich soll doch auf gleiche Höhe fahren. Macht aber nichts. Da steht noch 0.
hinten steht 0 daneben einer Hand. Ich bin mir da sehr unsicher. Was haben wir denn da noch? Hier abladen, Steuerung I. Macht der was? Nee. Nee, warte mal, das ist nicht richtig. Mal den Gruppenkart begrüßen, Helfermenü. Kannst du das nicht nochmal sagen? F1, F2, F3. Hilfe? Gibt's hier nicht irgendwie Verträge? Ach du Heiliger. Tour. Guck mal, hier. Fahre links neben der Erntemaschine her. Das klingt so, wie als wenn sie dann noch dabei ist zu fahren. Fahre links neben der Erntemaschine her, bis du auf gleicher Höhe bist und öffne die Plane des Kippers. Dann fährt das Abtankrohr des Dresch. Das klingt, als würde es automatisch gehen, oder? Fährt das Abtankrohr des Dreschers aus und wenn der Anhänger in der richtigen Position ist, wird der Weizen automatisch abgetankt. Links. Ja, ja, ist gut. Nee, das ist noch nicht gut. Ja, Anhänger darf ich nicht fahren. Und das ist auch gut so. Ach so, du machst die Geräusche. Ich dachte schon, ich habe was richtig gemacht. Auf die gleiche Höhe. Ja. Wo ist denn das Kackrohr jetzt hier? Das geht nicht. Wo muss ich denn hin? Muss ich vielleicht in das Ding einsteigen? Vorausfahren. Das hast du nicht so gesagt. Noch mal ein bisschen. Oh. Nee, ich wollte in den anderen einsteigen eigentlich. Haha! Großartig! Der Weizen wird in deinen Anhänger gekippt. Warte, bis der Verladevorgang abgeschlossen ist. Fahre deinen Traktor dann zum markierten Punkt auf der Karte. Den Traktor. Auf der Karte und berühre dort das Ausrufezeichen. Es ist fertig. Ich fahre zum Ausrufezeichen. Kann er übers Feld fahren, oder? Okay, man sieht eine Spur. Ich bin über der KMH-Zahl. Ihr könnt nicht sehen, wie ich rase. Haha. Geht nicht. Gott, hoffentlich habe ich keinen Gegenverkehr. Ich fahre 39 km/h. Ich habe doch gerade den Tempomat aktiviert. Geht das nicht? Hallo? Fahre nicht auf mich zu hier.
Tempomat geht irgendwie nicht. Hä? Ich kann blinken. Guck mal, ich kann blinken. Was habe ich hier nochmal geerntet? Weizen oder sowas? Ich glaube ja. Backup werde ich nicht schneller. Pass auf, lieber Fußgänger. Ich bin wie immer rasant unterwegs. Aber wie weit muss ich denn damit fahren? Werbung für den nächsten. Ich glaube, den gibt's schon. Sag mal, fahre ich hier richtig? Vorsicht, Achtung, Hügel, ja. Hier müsste ich ja theoretisch langsam. Ach, langsamer werden wir? Bei bergauf? Ich fahre jetzt hier rein. Oh, 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 ganz ruhig. Ich fahre jetzt querfeld ein. Ich komme hier auch irgendwo durch. Diese Abladestelle ist einer der Punkte auf der Karte, wo du deine Erde verkaufen kannst. Du kannst die Preise aller Produkte im Menü Fenster Finanzen ansehen. Fahr mit dem Traktor vorwärts, bis der Anhänger direkt auf der Grube steht. Sobald das Abladesymbol unten rechts auf dem Bildschirm erscheint, kannst du deinen Weizen abkippen und damit verkaufen. Ist entladen. Wo ist denn auf der Grube? Ja, wie gesagt, Anhänger fahren ist nicht auf meinem Führerschein. Okay. Okay. Ah! Das ist die Grube, oder? Ist das so gut? Ich stehe auf der Grube. Ah, das ist schon der Kipp da oben raus. Das ist hoffentlich richtig. Gut gemacht. Das Verkaufen der Ernte ist die Haupteinnahmequelle eines Landwirts. Fahren wir schnell zum Händler, wo das letzte Ausrufezeichen auf dich wartet. Wie immer zeigt die blinkende Raute dessen genaue Position an. Okay. Bläh. Gott, Traktorfahren ist nicht so meins, ne? Erst recht mit Anhänger. So, bitte alle Obacht, ich bin auf der Straße. Ich bin Farmer. Dumm, die dumm, die dumm. Na, kann ich mit unter anderem dann noch einen Schluck Kaffee trinken, ohne irgendwo vorzufahren? Irgendwie einen Speed-Modus einlegen hier. Wo muss ich überhaupt hin? Ist das Wasser? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Geht das gut? Yay! Mein Traktor kann alles.
Yay! Ich fahr querfeldein. Das geht schon. Komm schon, du schaffst das. Komm schon, du schaffst das. Wo häng ich? Oh, da ist ein Baum. Und, nicht den Anhänger verlieren. Schon. Wir nehmen die kürzeste Strecke. Ja, da vorne ist, glaube ich, vorbei mit bergauf. Sehe nichts. Was ist denn da vorher für ein blauer Punkt? Was ist das hier? Oh, oh nein, oh nein, oh, oh, oh. Scheiße, ich glaube, das war nicht so gut. Komm schon, Anhänger. Tutorial, was mache ich denn, wenn ich festhänge, meinen Anhänger verloren habe? Ja. Hallo, Sir. Können Sie mir helfen? Okay, wie kann ich das Ding abkuppeln? Das nicht irgendwie. Ah. Was ist, wenn ich jetzt ein Stückchen vorfahre? Nein. Ja. Gut. Bei dem blauen Punkt habe ich es abgestellt. Wo bin ich denn hier? Upsi. Entschuldigung. Spindel, glaube ich, Wolle oder so abliefern. Ja, ich habe keinen Anhänger mehr, also verkaufen ist schon mal nicht mehr. Aber warte mal. Nicht zu Mast. Hier muss es doch irgendwo. Das ist die Tour. Das ist meine Karte. Okay. Och, ach du Heiliger. Wachstumskalender. Ob der realistisch ist? Was haben wir denn hier, was ich kenne? Den habe ich zwar gepflanzt, aber der ist nicht gewachsen. Die habe ich mal gehabt, weiß ich aber gerade nicht. So, hier wundern mich nicht Kartoffeln. Ja. Das stimmt. Zuckerrüben weiß ich nicht. Zuckerrohr weiß ich nicht. Achso, das ist die Ernte. Ja, stimmt. Warum Wolle? Sorghum. Sorghumhirse, Trauben, Oliven, Pappel, Gras. Ja, Gras kannst du fast immer. Ölrettichöl. Wetter. Oh, das ist ja fast wie Google. Preise. Fahrzeugübersicht. Finanzen. Noch geht's mir gut. Das ist Tiere, Verträge, Produktionsketten, Statistik, Spieleinstellungen. Name, mein Spielstand. Diesen Spielstand eine Bezeichnung. Lausch Farm. Automatisches Speicherintervall. Oh, das ist gut. Reicht. Mal gucken, ob er hagelt. Schwierigkeitsgrad einfach, ja. Nee, mach mal einfach bitte Verkehr. Ja. Tage pro Monat, ein Tag. Schnee. Eieieiei.
Spruchzerstörung an? Kalk notwendig an? Was sind denn Lesesteine? Unkraut. Oh, ich habe gestern noch Unkraut gezupft. Schmutz. Hilfe. Hilfe betanken. Was? Aha. Hilfefenster an. Modus für Farbenblende aus. Interaktionszonenmarkierung. Radio. Fahrzeugkamera zurücksetzen. Steuerung. Lenkrück. Was? Lenkrückstellgeschwindigkeit, Richtungswechsel, Gang, ich kann zwar eigentlich nur mit Schaltung fahren, weil ich für Automatik zu blöd bin, aber hier lassen wir es mal so. Hilfefenstertyp, automatisch. Ja, Holzung. Wie wär's mit Respawn-Punkt? Tastenbelegung. Das hat ja nicht ganz so funktioniert hier. Motor an, Lenkmodus, Fahrtrichtung, Tempomat aktivieren. Hunde, Gang, Lenkung. Ich habe dauernd das Gefühl, ich lese es irgendwie falsch. Reaktion, Werkzeug rechts, interagieren, Objekt werfen, streichen. Abladevorrichtung. Nick, Deichsel, what? Einsteigen, anhängen, abkuppeln. Was ist denn, wenn ich, die müssen doch, was war das? Irgendwie damit rechnen, dass ich irgendwo festhänge. Entladen, auf Boden kippen, Fahrzeug Arbeit. Ich sehe nix, Kran. Kamera, Spiel, pausieren, Menü, Karte. Push to talk. Karte vergrößern. Hilfetext 1 aus, ja. Eye-Tracking zurücksetzen. Kupplung. Ich glaube, das Spiel pausiert gerade gar nicht. Ne? Richtungswechsel. Licht. Ich will kein Licht. Ich möchte bitte neu spawnen. Ich hätte ein Radio anmachen können, auch am Trecker. Radio 5. Okay, das brauche ich. Spiel zurücksetzen. Steuerung R. Okay. Spiel beenden. Steuerung F. Okay. Steuerung R. Nix. Radio geht. Steuerung F geht nicht. Ja, gut. Also, Anhänger ist verloren. Ach, wir können Radio hören. Könnte sein, dass ich den Trecker auch noch verliere, aber ich gebe mir Mühe, es nicht zu tun. Und es nicht mit Absicht. Einfach bei der Konkurrenz über. Oh. Okay, sie klappen wieder hoch. Okay. Ich wollte gerade sagen. Es tut mir leid. Ah, jetzt sind das Strecken hier. Leicht eingestellt. Ich habe Befürchtungen, dass das auch für mich trotzdem so sein wird. Ab durch die Hecke hier. Ich sehe nichts. Ups. Das war schon. Dieser Wendekreis, ne?
Entschuldigung, ich habe nur Mülltonnen. Etwas. Warte mal jetzt, ne? Ja, ein bisschen hier das Ausgangszeichen. Ja, so ein bisschen Laternenpfahl ist da jetzt nicht. Ist das ein Baumarkt? Bleib stehen. Das war ich nicht. Ich konnte es nicht verhindern. Hier kannst du deine Fahrzeuge und Geräte verkaufen. Ja, oder nur verkaufen, weil man die zufällig irgendwo alle Zaun verloren hat. Oder neue Ausrüstung kaufen. Du kannst den Händler entweder persönlich aufsuchen, indem du das Einkaufssymbol aktivierst, oder du rufst ihn über das Shop-Menü auf. Hier ist der Händler. Und das war's auch schon mit unserer Tour. Wo ist denn mein Zuhause? Sieh dir das Hilfemenü an, um tiefergehende Informationen zu erhalten. Bleib nur noch dir viel Erfolg und Spaß in der Welt der Landwirtschaft zu wünschen. Kann ich einen Anhänger kaufen? Ich habe meinen verloren. Welcher war denn das? Der hier war, boah. Ich habe 11.000 Euro in den Zaun gehangen. Ja, wir warten mal. Vielleicht kommen wir ja auch erstmal klar. So. Wo ist zu Hause? Kann ich diese Karte irgendwie größer machen? Oh, die Musik ist schön. Das ist eine Statistik. So, wo ist zu Hause? Ist natürlich nicht gemerkt. Hier, ne? Könnte hier sein. Was gehört denn mir? Hei. Oder das hier? Ich bin mir unsicher. Weil das wird ja nicht alles mir gehören. Oder doch? Was ist das denn? Sind das Kornkreise? Würde ich ja gerne mal gucken gehen, ne? Aber das ist sehr weit weg, ne? Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Ich fahre jetzt mal nach hier. Kann ich mir irgendwie einen Punkt setzen? Oh. Ah, guck mal, das ist meins. Verkaufen? Nee. Da muss ich auf jeden Fall hin. Okay. Nach links. Und schon wieder Orientierung verloren. Ich rolle immer noch. Ja, ungefähr die Richtung. Ja. Habt ihr nicht gesehen? Einfach irgendwo anhalten und Radio hören. Ja, jetzt nur geradeaus. Das sah gerade aus wie Penny. Feuerwehr? Ja, die Feuerwehr. Ich. La Musik FM. Ach, mal, da bin ich. Ich habe Licht an. Wieso habe ich Licht an? Wie habe ich das gemacht? Aber wie muss ich denn nicht tanken? Oh. Was ist denn hier so los? Ich bin so klein, oder? Was bedeutet das?
Was kann ich hier tun? Kann ich hier was tun? Hier leuchtet was. Also ich fand das Tutorial jetzt nicht so umfangreich. Scheune. Mehr hat er nicht gemacht? Hallo, Helfer. Hat die Arbeit außerplanmäßig kein Feld gefunden? Willst du mich verarschen? Was muss ich drücken? Gewicht. Kann man jetzt einen Helfer einstellen? Okay. Wie macht er das denn runter? Was war hier? Das ist eine Sämaschine. Helferlein kann jetzt nicht, weil kein Feld gefunden. Da liegt hier was mitten drauf. Wieso hast du kein Feld gefunden? Was mache ich denn hier? Sämaschine einschalten. So, vielleicht war er fertig. Das könnte natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Traktor, das ist der. Oh, guck mal, ich habe ein Auto. Das Ding ist zum Ernten. Muss ich denn nichts gießen? Ups. Ich mit dem Ding nicht auch direkt zu dem mit der Grube da fahren. Könnte ich nicht auch auf meine Grube gehen? Du bereitest jetzt den Boden vor, ne? Wie machst du das eigentlich? Okay. Sehr schön. Er bereitet den Boden vor, das heißt, da kann ich dann sehen. Aber wo ist er hin? Wo ist das? Da hinten. Nee, nicht übers Feld. Nur bei Fremden.
Hier ist er abgeerntet, ne? Ich hoffe, ich verteile hier gerade nichts. Na, Musik. Patti Con, Angelina, was? Machst du den Rand da auch noch? Oh, Entschuldigung, stehe ich im Weg? Stehe ich dir im Weg? Ich stand ihm tatsächlich im Weg. Tut mir leid. Er macht den Rand auch noch. Sehr schön. Dann könnte ich doch jetzt hier neu sehen, oder? Wird zwar jetzt nicht hier, wo ich bin, oder? So. Abschalt. Zuklappen? Nein. Machst du das so? Stehe ich dir schon wieder im Weg? Ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt was gesät habe. Den Helfer. Okay, er macht das auch so. Und was ist mit dem anderen Helfer hier? Okay, komm. Das muss doch zu schaffen sein. So. Ja schon mal gut hier, ne? Gewicht senken. B. X. Alter. Wie macht er das runter? Das steht... Senken. Okay. Ah. Nein, los, fahr. Fahr nochmal ein Stück zurück. Okay. Ja. Weg mit euch. Seh mal nicht so schnell. Ich bin noch nicht so weit. Das ist eine gute Idee. Kann ich auch so rum? Das ist schon cool, wie das durch die Erde geht. So. Bitte wenn. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Und wir machen ein bisschen länger, weil ich irgendwie glaube, dass ich das nicht nochmal spielen werde, weil ich das furchtbar kompliziert finde. Aber vielleicht gebe ich dem Ganzen auch zu wenig Chance. Aber ihr wisst vielleicht mittlerweile, ich habe keine Geduld. Muss einfach sein, das muss klappen und schon wieder daneben. Jetzt noch das Feld hier fertig. Okay, es sieht ein bisschen anders aus, so, ne?
weiß, ob das man es im Multiplayer spielen kann. Ich glaube, einer meiner Liste hat das und spielt das sogar aktuell. Aber ich weiß nicht, ob ich so eine große Hilfe dann bin, wenn ich nur Scheiß mache. Quer übers Feld fahre. Wie lang ist eigentlich dieser Tag? 12.32 Uhr. Weißt du was? Du machst weiter. Ich bin so klein. Feld gehört hier. Raps. Gedüngt null. Unkraut wachsen. Striegel. Benötigt Kalk. Muss gewalzt werden. Hat. Hallo? Oh. Hätte er mal richtig rum anhalten können. Da. Um Gottes Willen. Hier, mach mal. Okay. Wieso seid ihr Helfer schneller als ich? Was machst du da? Bin ich nicht, das ist der Helfer. Ist das jetzt... Hey Bambi, bitte fahr das Bambi nicht um. Oh Bambi, Familie, kann ich da hin? Du machst das schon. Ich will zu den Bambis. Hallo. Hallo, ich krieg dich. Hallo, muss kurz hin. Na. Bambi weg. Ich bin so klein. Ich bin so groß wie eine Blume. Wieso macht ihr denn das hier nicht fertig? Wo war das jetzt wieder? Wow. So. Der ist jetzt fertig. Hallo? Kein Welt gefunden. So. Das ist mein Traktor. Warte, wie kann ich hier? So, ich brauche Kalk. Gebrauchtmaschinenverkauf. Schön. Kaufte Gerätschaft. Kann ich den vielleicht wieder respawnen lassen? Auf der Karte anzeigen. Ja, ich weiß, wo der steht. Kleiderschrank. Kann ich mir Klamotten kaufen? Achso. Nee, ich hätte gern Kalk. Ich hätte gern Kalk. Ich habe gerade irgendwas mit Kartoffelchip gelesen. Big Bag, Paletten, Ball. Hackschnitzel. Ich hätte gerne... Was heißt, muss gewalzt werden? Dann ist hier so eine. Bin ich da mal durchgefahren? Was kann schon sein? Was bist du denn? Ich kenne diese Dinge. Ich komme ja vom Land. Und mein Onkel hatte einen Hof. Mit solchen Sachen. Und ein Treibhaus. Was ist hier los? Aber ja.
Steigt einfach in ein Auto ein. Ich wollte hier noch gucken. Ja, ich kann da springen. Um Gottes Willen. Ich muss wirklich Sachen nachfüllen. Nee, wisst ihr was? Wir fahren jetzt mit dem Auto zu den Kornkreisen. Und dann hören wir auf. Kannst du mal fahren, bitte? Danke. Hallo? Ey, der Trecker bleibt weniger hängen. So. Wo sind die... Ja, speichern wir. Wo sind die Kornkreise? Ich bin... Bin ich das? Ich glaube, ja. Die ist hier irgendwie die Norden, Osten, Süden, Westen. Was? Nein, jetzt nicht. Ich muss nach... auf 4546 gucke ich hier hin nach links. Nein, schick nach links. So, und jetzt geradeaus querfeld ein durch. Wir fahren zu den Kornkreisen. Das ist wahrscheinlich ein Maislabyrinth oder so, aber. Das ist jetzt Kornkreise. Geronimo! Oh. Aufgehalten vom Zaun. Geht den hier rum? Aufgehalten vom Baum. Ich sehe nicht. Ich muss ja mal noch einen Zaun. Umfahren. Jo. Yes. Ich habe die Orientierung verloren. Nach rechts. Oh, ey. Das Ding ist genauso schlecht. Alter, fahr weiter. Genauso schlecht steuerbar wie der Traktor. Das ist ein fucking Auto. So. Nach rechts. Nicht so sagen. Ich glaube hier. Ja, grobe Richtung. Bäume. Oh mein Gott. Die Richtung. Wo bin ich denn? Da. Okay, und jetzt der Straße entlang. Schön geradeaus und links. Und nein, wir laufen nicht, wir fahren mit Musik. Mit La Musik. Könntest du bitte fahren? Danke. Hallo. Oh, diese Steuerung. Ey, was ist denn dein Problem? Hier ist doch gleich wieder irgendwo ein Baum. Ich stehe im Maisfeld. Das ist es. Was ist denn da? Oh Gott, wo war das jetzt? Hier. Oh. Will ich mich hinhocken? Ich kann mich hinhocken. Warum steht hier? Oh, hallo, Katze vor der Tür. Und steht das hier mittendrin? Tja.
Kann ich sogar fahren? Ja, ihr Lieben. Ich beende mal diese Folge und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht ganz so meins. Was sagt ihr so? Soll ich das nochmal versuchen? Ich weiß ja nicht. Ich krieg noch nicht mal hier so ein Kackding überfahren. Hab meinen Anhänger verloren und jetzt stecke ich auf dem Ding fest. So. Ja, das war's auf jeden Fall von mir für heute. Und lasst es mich gerne wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich bin dagegen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.